Guten Tag, liebe Waynes. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Denn euch interessiert mein Einkauf bei Aldi und Rewe und vielleicht auch im Tierladen. Da muss ich mal gucken, ob ich den Bon noch finde, aber vielleicht zeige ich es auch so. Wir fangen einfach mal bei Rewe hier an. Und zwar weiß ich nicht, ob sich jemand von euch erinnert. Ich habe früher sehr gerne das Porridge von Three Bears, drei Bären, gegessen. Und jetzt hatten die hier ein... an der Kasse habe ich das jetzt schon dreimal gesehen, aber ich hatte mich noch nicht drum gekümmert. Wenn man drei Three Bears Produkte kauft, kriegt man ein Overnight Oats Glas on top. Also wenn man... Auf Deutsch, wenn man drei Bären Haferbrei-Produkte kauft, bekommt man ein über Nacht Haferflockenbrei-Glas umsonst. Und ich mag die Marke ja auch und ich finde die sehr lecker. Und da habe ich mir doch glatt drei Sorten gekauft. Ich glaube, die kenne ich sogar noch. Mal eben ein Screenshot machen. Ach ja. Und zwar zimtiger Apfel, fand ich damals lecker, weiß ich. Banane, mohnige Banane fand ich am allerbesten. Und fruchtige Kokosnuss, weiß ich gar nicht, ob ich das hatte. Die sind sehr teuer. Die kosten 4,99 €. Aber ich habe gedacht, wenn ich dazu ein schönes Overnight-Glas kriege, nehme ich natürlich. Und wo ist das Overnight-Glas? Hier. Dieses hier. Vielleicht hättet ihr mir erst zeigen lassen sollen. Vielleicht hättet ihr dann nicht gemacht. Ich gucke so rein. Oder raus und denke, was? In Schraubglas? Aber Leute, ich finde das gut. Denn... Was ist das denn hier im Gutschein? Nein, kann weg. Denn erstmal ist hier so ganz süß Three Bears drauf. Sehr niedlich, finde ich. Niedlich gemacht, ne? Und auf der Rückseite steht, bis wo man was einfüllt, damit man die optimale Mischung hat. Und das finde ich richtig gut. Das werde ich auch direkt jetzt mal machen. Und zwar fangen wir an mit Porridge. Wir nehmen die fruchtige Kokosnuss. Oh, riecht lecker. Und füllen die ein bis zur ersten Markierung. So, dann nehmen wir Milch. Ich habe hier eine Haferdrinkmilch. Bis zur zweiten Markierung. So, und dann kommen noch Toppings, da tue ich Tiefkühlobst drauf. Wenn ich was finde, ich tue doch kein Tiefkühlobst drauf. Ich habe doch noch Trauben. Noch ein Rest Trauben. Da ist nichts für euch. Ihr braucht gar nicht schreien. Die tue ich oben drauf. Und dann ist das ein Overday Oat. Gib es dann vielleicht heute Abend oder morgen. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, warum da... Ich finde das relativ wenig, aber oder? Ich weiß nicht. So sieht die Sache jetzt aus. Jetzt kommt es in den Kühlschrank. Mal einmal kurz shake it, baby. Ne? Shake it, shake it, shake it. Und dann schauen wir mal. Heute Abend oder morgen. Was ist das dann? Ja, damit kann die Verpackung in den Papiermüll und das in den Plastemüll. Dann gab es... meine Lieblingsmarke Heimat. Oh, ich muss das zumachen, sonst kippt mir das gleich um und dann ist das Geschrei groß, wenn das im ganzen Raum verteilt ist.
Dann gab es von Heimatgut mein Lieblingspopcorn für jeweils 1,99. Leute, habt ihr auch schon mal Heimatgut-Popcorn oder die ganzen Sachen von Heimatgut probiert? Ah, ich liebe dies. Und dann gab es eine runtergesetzte Milch, weil am 24.06. läuft die ab für 1,10 Euro von Bärenmarke. Die werde ich dann als erstes aufbrauchen. Gibt es gleich einen Kaffee mit wahrscheinlich. Ja, ich konnte nicht widerstehen. Wir haben gar keinen Winter, aber Rittersport interessiert hat gar nicht. Die bringt Crunchy Creamy Winter auf den Markt. Hier diese. Die werde ich einfrieren, damit ich die nicht sehe. Und dann schauen wir mal. Für 88 Cent kommt die direkt weg. Ob ich die mal irgendwann lutsch oder wie auch immer. Weg ist sie. Und vergessen. Für meinen Freund habe ich Bier gekauft. Und zwar... Ja. Für jeweils 1,49 zwei Flaschen von Grimbergen Blond. Grimbergen Blond. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Ich glaube, das ist ganz lecker. Tun wir auch direkt in the Fridge. Damit ist die erste Tüte leer. Zweite Tüte, hier sind wir, glaube ich, bei Aldi. Da habe ich meine momentanen Lieblingstomaten geholt. Ups, die kosten Mini-Ristentomaten 99 Cent. Dann habe ich Eier geholt, Bio-Eier, 10 Stück. Die kosten 3,29 Euro. Dann habe ich mir ein bisschen Glück gekauft aus Kirschen. Ich liebe ja Kirschmarmelade und vielleicht schmeckt die ja super. Dann habe ich Glück, genau wie es auch draufsteht. Die kostet nichts. Ach ja, nee. Ja. Zottarella kommt noch, Schwartau kommt noch, da. 2,49 kostet die, ey, ich flipp aus. 2,49 für Marmelitschka. Und von Schwartau war da auch im Angebot Aprikose. Für den Vorrat auch, kostet 1,59. Also man braucht kein Glück, ne? Man braucht kein Glück. Dann habe ich vegane Leberwurst geholt, Apfelzwiebel. Da bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Die kostet 1,79. Und einmal Zottarella, 150 Gramm. Der kostet 1,59. Also das finde ich alles im Rahmen, aber... Glück hole ich mir nicht mehr, Leute. Glück ist mir zu teuer. Habe ich lieber ein bisschen normal. Und dann ist mir mitten im Aldi mit einem riesen Knack meine Spange kaputt gegangen. Deshalb habe ich auch keine drin. Alles Einzelteile. Ab in den Müll, würde ich mal sagen. Zack, weg mit dir. Und die nächste Tüte ist leer. Dann gab es für die Schweinchen diese Badematte war im Angebot. Die kostet 7,99. Die ist größer als die normalerweise so teuer sind. Und die nehme ich ja. Oh, Fließhaltung mag ich ja nicht. Ich nehme ja Bademattenhaltung. Ich habe auch Vlies da drin. Ich habe Decken, alles Mögliche. Aber am meisten liebe ich diese Badematten. Und heute muss ich die Schweinchen sauber machen und dann kommt die auch gleich schon zum Einsatz. Und dann hatten die, und die sind so bequem, die hatte ich jetzt schon eine Stunde an von
Wolfgang Job für 14,99 Lux diese Sandalen oder Pantoletten heißen die, glaube ich, ne? Pantoletten. Und die Farbe ist, finde ich, mega. Ich liebe ja zurzeit dieses Blau. Ich glaube, das ist so ein Oma-Blau. Ich weiß es nicht. Und die sind echt schick und schön ist, die haben richtig dicke Sohle, das mag ich. Und die haben ein super gemütliches, weiches Fußbett. Denn ich bin in dem Alter, oder besser meine Füße sind in dem Zustand, dass die Fußbett brauchen, weiches Fußbett und wenn möglich auch noch Plateau. Da kann ich am besten laufen. Und die sind super geil. Ich finde die total gut. Ich sehe gerade hier, die passen sich auch so ein bisschen an. Hier ist noch so ein elastischer Gummi. Geh mal, konzentriere dich mal nicht auf mein Gesicht, Kamera. Ich bin uninteressant. Hier, ne? Dann kann man da noch ein bisschen, hat man da noch ein bisschen Spiel und die sind echt schick. Nächste Tüte. Das gab, das ist so schwer. Wie kriege ich das denn jetzt raus? Ich gucke jetzt mal, was das gekostet hat. Es gab Wasser für 1,5, ist Miwa Wasser, ja. Wasser für, Mineralwasser, ja klar. Für 1,35. Ich muss versuchen, den Rücken dabei nicht zu belasten. Diese hier. Sind das neun? Neun Flaschen? Boah, ich werde zum Munk. Wieso denn neun? Warum nicht zehn? Neun Flaschen. Finde ich irgendwie nicht gut. Ich gucke zu viel Munk, aber ich bin ja auch so ein Zähler, ne? Deshalb mag ich das wahrscheinlich auch. Neun Flaschen. Ja. Dann gab es, der ist noch lange haltbar, deshalb habe ich den geholt, obwohl ich noch eine Packung habe. Kerrygold geriebener Cheddar-Käse für 1,39. Cheddar-Käse finde ich super lecker, sehr aromatisch und fein. Dann habe ich den auch nochmal hier direkt als, wie heißt das denn, als Scheibenkäse genommen, auch für 1,39. Und nochmal für 1,39 Butterkäse, auch von Kerrygold. Die sind alle lang haltbar, also die habe ich lange da. Dann habe ich noch zweimal bio-haltbare Vollmilch. Haltbare Vollmilch geholt. Die kostet ganz normal 1,15 €. Dann kommt mein Freund heute Abend. Oder morgen Abend, weiß ich gar nicht, haben wir nicht genau abgesprochen. Bio-Landhähnchen von nur Natur. Das werde ich ihm heute Abend grillen. Das kostet 5,99 €. Vielleicht probiere ich auch ein bisschen. Dann auch sehr lange haltbar, wenn Besuch kommt. Frau Vorwitznase, tut mir leid, dass ich das nicht da hatte, als du da warst, sondern nur ekligen Lachs zum Frühstück. Oh, nächstes Mal gibt es wieder normal Wurst und Käse. Habe ich Salami, beides von, einmal von nur Natur und einmal von Gut Bio Salami und Schinken gekauft. Der Schinken kostet 2,79 €, die Salami 2,29 €. Diese beiden, die sind haltbar bis Ende Juli bzw. Ende September hier sogar. Also, ne? Bis dahin kriege ich auch noch genug Besuch, der dann auch isst. Und dann habe ich noch einmal, weil ich die sehr lecker fand, die habe ich mal geholt, diese vegane Salami mit Pfeffer. Die kostet, was? Gar nichts. Salami, da. 1,69 €, ja. Und dann, nee, das zahle ich nicht. Das ist, gehört gar nicht zum Einkauf, das war noch da drin. Jetzt gucke ich mal eben, was hier in der Tüte ist und vielleicht ist der Kassenbon dabei. Ja, ich glaube wohl. Hier ist ein Kassenbon. Ach nee, das ist eine Tiefgaragenquittung. Hier ist was. Von Rossmann. Genau. Rossmann. Genau, ich war bei Rossmann.
Da habe ich Aufbewahrungs... Was steht hier? Ich kann das überhaupt nicht lesen. Vielleicht heißt das auch gar nicht Aufbewahrungszimmer. Aufbewahrungszimmer? Als Topping fürs Schweineheu von Winston die Gartenvielfalt für die Meerschweinchen. Die kostet 1,79. Das kann ich zuordnen. Dann einmal Batterien, die ich brauche. Diese kleinen knubbeligen. Die kosten was? 4,99. Leute, habe ich. Dann habe ich hier so zum Augenbrauen formen diese Dinger geholt. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Könnte 2,49 sein, Isana. Nee. Heißt halt Intuition. Habe keine Ahnung. Ihr seht es jetzt halt, ohne dass ihr wisst, was das kostet. Hier habe ich nochmal Batterien. Dann habe ich Pistazien für meinen Freund nochmal geholt. Die kosten 1,99 pro Packung. 1,99 pro Packung. Und das ist ein echt super Top-Preis. Ah, und dann habe ich mir noch ein Trockenshampoo geholt. Von Isana Be Glam. Trockenshampoo rettet mich immer durch die... Tage, wenn ich mir nicht die Haare wasche. What? 3,49. Und Leute, ich habe mich so geärgert. Dann habe ich meine Rossmann-App vergessen anzugeben. Ne? Der hat mich auch nicht gefragt. Normal fragen die einen doch immer. Und dann habe ich Wiesenheu. Duracell, Isana, Pistazien. Was war das denn? Winston, Löwenzahn. Ich habe keine Ahnung. Wiesenheu noch. Aber ist nicht teuer. Ist auch von Winston. Winston. Ich glaube 1,49. Glaube ich. Wiesenheu. Aber Leute, ich war auch im Gartencenter und da gibt es auch Heu. Und ihr wisst, Hauptnahrungsmittel ist für Schweine ist Heu. Und da habe ich dieses hier geholt. Ich weiß jetzt aber nicht, was das kostet. Ah, für 5 für Quatsch, 5 Kilo für, ich glaube... um die 10 Euro oder so. Auf jeden Fall war es ein guter Vergleichspreis. So, hier können wir auch noch mal ein Screenshot. Aber 5 Kilo ist mir zu schwer. Kann ich nicht tragen. Geht nicht. Oh, ja, 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 ja. Scheiße. Ja. Das war der Haul. Jetzt ist es richtig durcheinander. Und jetzt lohnt sich das Aufräumen auch. Also, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir gewogen. Bis bald.